Jonas Waldhausen, Presse-Erstsprecher der Feuerwehr Dortmund. Ja, wir können hier im Hintergrund einen verunfallten PKW sehen. Die Feuerwehr wurde hier gegen 9:30 circa auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen, kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund Nordwest bzw. der Abfahrt Mengede ist es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem LKW mit Sattelauflieger gekommen. Die Situation stellte sich für die Feuerwehr beim Eintreffen so dar, dass in dem PKW noch eine Person eingeklemmt war und eine Person bereits selbstständig den PKW verlassen konnte. Ein weiteres beteiligtes Fahrzeug war an dem Unfall beteiligt. In dem PKW befand sich eine Person, die nicht verletzt war, und in dem LKW befand sich ebenfalls eine Person, also der Fahrer, der nicht verletzt war. Durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst wurden dann umgehend Maßnahmen ergriffen, um die eingeklemmte Person aus dem PKW zu befreien. Hier wurde eine sogenannte Sofortrettung durchgeführt. Das heißt, da der Patient für die Feuerwehr in einem gesundheitlich kritischen Zustand war, wurde hier eine Sofortrettung durchgeführt mit den für uns wichtigen Aspekten wie Sicherstellung der medizinischen Versorgung und ja, der dementsprechenden umfangreichen technischen Rettung. Im weiteren Einsatzverlauf konnten wir dann feststellen, dass der LKW, wovon der Sattelauflieger auf der Seite sich befunden hat, durch den Unfallmechanismus, dass in diesem Auflieger wahrscheinlich Gefahrstoffe transportiert wurden. Für uns ging es zunächst erstmal darum, diese Gefahrstoffe ja näher zu erkunden, um was es sich da genau handelte, und dann dementsprechende Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, um das Gefahrgut dann auch entsprechend bergen zu können. In dem LKW hat sich, wie gesagt, höchstwahrscheinlich Gefahrgut befunden, wovon auch vermutlich Mengen ausgetreten sind, was wir aber nicht genau definieren konnten, und sind deshalb zunächst in Schutzanzügen vorgegangen mit Atemschutz, um uns vor einer Gefahr zu schützen. Jetzt gerade hat sich aber ergeben, dass höchstwahrscheinlich gar keine Mengen von dem Gefahrgut ausgetreten sind, sondern sich das um andere Flüssigkeiten handelt. Und deswegen konnten wir jetzt im Einsatzverlauf diese Schutzmaßnahmen etwas zurückfahren. Das heißt, wir gehen immer noch mit der gegebenen Vorsicht vor, aber nicht mehr unter so starken Schutzbedingungen, weil es sich nicht um den vermuteten Stoff handelt, der hier ausgetreten ist, und begeben uns jetzt daran, eine Bergung des LKWs einzuleiten mit Hilfe des Abschleppsunternehmens und der Feuerwehr. Wie gesagt, eine Person war in dem PKW eingeklemmt, die haben wir mit Hilfe von unserem technischen Gerät, das heißt mit Schere und Spreizer, aus dem PKW befreit. Die wurde in ein Krankenhaus zugeführt. Die andere Person war bereits aus dem PKW entkommen und war neben dem PKW. Diese Person haben wir ebenfalls im Krankenhaus zugeführt. Wir können nur sagen, dass ein Patient, der eingeklemmt war, in eine Klinik gebracht wurde, ja, wo Polytraumatisierte, das heißt Menschen mit mehrfachen Verletzungen, optimal versorgt werden können. Wir vermuten, dass das hier bei den Patienten auch der Fall ist. Der Fahrer des LKW und der Fahrer eines anderen PKW, der noch an dem Unfall beteiligt war, sind aber unverletzt und mussten nicht in Krankenhäuser gebracht werden.
abschließen, dann ist das einer von den beiden. Einer dran zu einer. Ach, guck mal, können wir wenig fragen. Das ist doch so, dass das schwer ist. Der reicht auch. Sehr gut.
Ja, aber es ist eine Druckrunde für den Ecken hier. Ja, ich krieg's in die Ecke.
mit Leuten Macht oder Geld. Also, das ist ein bisschen Interesse. Ja, ja. Und ein bisschen rum, ja. Auf der Hose, ja. Ja? Ja, also, wenn man nicht so ist, ist schwer. Ja. Ja. Was war denn das Gleiche? Das war ja die meisten Leute. Ich habe halt zum 20. Minute deine Maske auf. Seit der Statistik, ne? Statistik sagt, dass du besser bist. Ja, ja. Die Welt stärker. Bayern wird dritter. Also, das war. Hey, da können Sie mir auch sagen, was Sie tun. Fahren Sie weiter. Das ist so bei der Aber das heißt, ich passe irgendwas nicht. Jetzt vergiss ich. Ja? Witze. 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 Wit